Hallihallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt im LS19. Mit dabei ist Simulator TV. Moin. Vienna Let's Play. Hallo. Simulator TV fährt gerade hier runter zur Feld 51 und Vienna Let's Play fängt schon mal an, hier unten zu dreschen. Wir spielen auf der Map Riesenberg, habe ich bestimmt schon erwähnt. Kann schon sein. Und ja. Ich denke, es ist anzunehmen, dass wir auf Riesenberg spielen, wenn das Projekt Riesenberg heißt. Wir können es auch anders nennen. Du weißt, wir sind nicht so einfallsreich. Naja, eben. Profis bei der Arbeit. Prost, Prost. Wir sagen es den Zuschauern nicht, wie viele Versuche. Ja, das ist besser so. Mit Schwaderplage oder ohne? Achso, gibt's bei dem eh nicht. Ach, du hast doch nicht angefangen. Du hast doch nicht angefangen. Oh. Das finde ich gut. Ich habe gewartet, bis die Aufnahme losgeht. Achso. Ach so. Leute, nicht in die Kommentare schreiben. Es kann gerade sein, dass ich Gruber vergessen habe. Ja, ja. Oh Gott. Deswegen Profis. Ey, wer uns noch nicht kennt, also jetzt lernt man uns von der besten Seite kennen. Ja. Du bist ja jetzt echt ohne Gruber gerade vom Hof gefahren. Ja. Einfach nur mit dem leeren Traktor. Ich hab mich schon gewundert, warum ich so schnell wegkomme. Mal probieren, wie das so ist am Traktor, ne? Noch. Hätte ja sein können, geht schneller. So. Hast du gedacht? Ich stell mir das gerade vor, wenn du dann auf dem Feld da stehst, willst ausklappen. Ach ja, ja. Nee, ich hab grad in die Spiegel auf dem Feld geguckt, da habe ich gesehen, dass nichts hinten dran ist. Bist du auf dem Feld? Oh, scheiß KI. Das macht die Sache nicht besser, wenn du schon sagst, dass du auf dem Feld schon bereits gewesen bist. Gut, Aufnahme läuft auf jeden Fall. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Zum vierten Mal. Grüß dich, Beifahrer. Ja, Hallöchen auch. Ja, wir enden das Play, dann stell dich doch gleich mal vor hier, weil heute ist ja deine erste Aufnahme mit uns. Erzähl mal ein bisschen was über dich, über deinen Kanal und dann können wir dann ins nächste Thema gehen. Ja, also ich mache seit 2019 YouTube und da spiele ich halt Simulationen und halt auch Minecraft hier und da mal. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel, mich zu sagen. Wie mein Name sagt, ich komme aus Wien. Ja, das war's. Aha. Profi. Jetzt warte ich immer noch, dass irgendwas noch kommt, aber gut. Okay. Ja, ich auch. Es gibt nichts so viel, um mich zu sagen. Ja, ganz erwartungsvoll saß ich jetzt hier und dachte, Mensch, wir kriegen sicherlich die Aufnahme voll, indem wir ihn erstmal lassen. Was für, speziell für Simulatoren zeigst du bei dir auf dem Kanal? Also den Landwirtschaftssimulator. Dann habe ich den Notruf 112 Playtest gezeigt. Weiß ich gar nicht, was ich sonst. Ich mache eigentlich nicht viel außer LS19 und Minecraft. Okay. Ja gut, Minecraft ist halt keine Simulation, das muss man ja fairerweise sagen. Ja. Open World Simulation. Darüber diskutieren wir nach der Aufnahme mal. Das nehme ich jetzt so einfach nicht hin, das ist nein. Doch, nein. Ist auch eine Open-World-Simulation. Du weißt ganz genau, dass ich das so nicht akzeptiere, da reden wir nachher drüber. Also wenn ich falsch liege, dann gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich bin schreib alle rein, Hashtag falsch. Nee. Aber sowas von dick. Gib mir ein, Minecraft ist eine Open-World-Simulation. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Bei manchen ist es die einzige. Was ist denn immer von dir, ey? Getroffen an der Bellen. So, aber nochmal ganz kurz zur Ironie. Also, wenn wir uns hier ein bisschen bekriegen, dann ist das einfach mal ein bisschen Ironie. Genau. Nicht, dass da in den Kommentaren heißt, na, die hassen sich. Nee. Wenn wir uns hassen würden, würden wir nicht zusammen aufnehmen können. Bisschen brauchen wir ja hier. Ja, allgemeine Unterhaltungskunst ist es. Ja, so, wie habe ich das jetzt? So habe ich das jetzt. Und was hast du jetzt vergessen? Den Traktor? Nee, das nicht. Du musst dir wirklich vorstellen,
Ich bin gerade hier am Einstellen von GPS. Was hast du denn jetzt vergessen? Ich? Nee, durch die Gründung, die dir gerade rausgehauen ist. Und was hast du jetzt vergessen? Ja, nee, ich... Versuche ich ohne Versatz hier das Ganze zu machen. Zumindest mit wenig Versatz, danke. Machen wir wieder 15 Minuten? Können wir gerne tun. So, jetzt brauche ich das Projekt können wir ja im Februar durchziehen. Der Februar geht ja nur 4 Wochen und dann schauen wir weiter. Ach, bist du lustig. Wieso? Das kann doch ruhig länger gehen. Ja, erstmal 4 Wochen Probelauf. Naja. Das ist sowieso schon ja geil, dass wir das in der Aufnahme besprechen, ne, wo jeder zuhört. So gibt es zu, was. Die Bären, die ich jetzt hier auslasse, ist bloß, dass ich eine gerade Linie habe. Die ziehe ich gleich durch. Ne, dass ihr jetzt gesagt, lässt hier was aus. Das ist Absicht. Du lässt da was aus. So was. Setzt du dich in deinen Traktor und mach deine Arbeit. Das ist unglaublich, ne? Geht ja schon mal wieder gut hier. Vienna, das Feld, du darfst auch was sagen. Ja. Ich hab nicht so viel zum Sagen. Aber ich glaube, du kriegst dich bald nicht mehr vor Lachen da vor deinem Mikrofon, ne? Was? Du kriegst dich bald nicht mehr ein vor Lachen, glaube ich, bald, ne? Ja, schon. Wie voll bist du denn? 58%. Also noch nicht hackedicht, gut. Oh, ich mach jetzt die KI aus. Die ist mir gerade voll erst in Gruppe reingeschnickt. Hätte ich vorhin gesagt, mach die KI aus, weil sie mit mir kämpft, hättest du gesagt, nein, du kämpfst dich durch. Ja. Ja. Jetzt mach ich sie aus. Das ist mir gerade zu denken. Soll so. Warum bist du gerade stehen geblieben? Weil ich die GPS-Linien ausgemacht habe. Weil das Feld so ungerade ist und da kann man das nicht gut benutzen. Ach so. Gut, ja, also irgendwie, wie in der Display, da du ja nicht viel über dich zu erzählen hast, würde ich sagen, müssen wir ins nächste Thema stürzen. Denn wir haben, glaube ich, noch zu viel Aufnahmezeit. Ja, wir haben noch zu viel Aufnahmezeit. Deswegen gehen wir ins Thema, warum kommt kein Community Farm? Ich mach's einfach, Gamer Flo, ja? Ja, mach. Gut. Aus ganz einfach vielen Gründen haben wir einfach gesagt, dass wir Community Farm unterlassen, beziehungsweise einfach abbrechen. Es gab intern öfter mal so ein paar Streitigkeiten, die wir so nicht hätten nutzen können und die, auf die wir auch nicht aufbauen wollten. Ich denke, Gamer Flo, das kann man so sagen, ne? Können wir ja. Ja. Deswegen haben wir dann recht spontan entschieden, wir lassen das sein und machen lieber ein YouTuber-Projekt draus, wo ihr ja auch wieder was zum Zuschauen habt und was sicherlich in vielerlei Hinsicht besser ist. Ihr könnt allerdings trotzdem in den Kommentaren schreiben, oder in die Kommentare schreiben, was ihr denn sehen wollt, beziehungsweise was ihr haben wollt. Beispielsweise für Tierarten oder welche Fruchtsorten wir anbauen sollen, worauf wir uns spezialisieren sollen. Diese ganzen Wünsche, das könnt ihr gerne reinschreiben. Genau. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nö. Jetzt bin ich rausgetappt, das war jetzt gerade so schlau. Wie waren das jetzt gewesen? Wie konnte ich denn jetzt zurücktappen? Alt und den Tabulator. Nee. Ich meine jetzt gerade in den Fahrzeug. Ach so, ja. Steuerung, Shift und Tab. Ja. Wo ist denn jetzt bei mir? So, eigentlich allein um Vorgewinn ziehen müssen, aber nein. Allein um dich gerade ab zu. Ach, egal. Was denn? Nichts, ich wollte bloß gerade bei dir ins Fahrzeug rein. Rechnet sich nur aus. So, gut. Jetzt schauen wir dem mal zu. Hast du nichts zu tun? Nö. Merkt man. Also, doch, ich hab was zu tun. Dich in deinem Traktor nerven. Merk ich. Aber schön, wie das System hier alles ausgleicht mit GPS. Ich weiß, man hätte vorher ein Vorgewende ziehen müssen. Ist mir bewusst. Und wenn man am Feldende ist, was macht man dann, Gamer Flo? Wegfahren. Nein.
Was denn da? Immer wenn du am Feldrand bist, hochmachen den Grubber, drehen, langsam wieder runterlassen, weiterfahren. Noch. Das Problem ist, wenn ich mich in deine Richtung drehe, ne, um hinten rauszugucken, ist dein Charakter mir im Weg. Du kannst ja wohl an mir vorbeischauen. Ich bin ein schlanker Typ. Das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Du äußerst dich dazu. Nein. Wenn du nichts zu tun hast, kannst du dir einen Traktor nehmen und kannst du dir den Ich bin und kannst dir schon mal Proben nehmen. Nein. Nehmen. Wie ich dir vor der Aufnahme schon erklärt habe, ich nehme von was anderem Proben, aber bitte nicht von vom Feld. Darauf gehe ich jetzt aber nicht direkt ein. Hoffe ich auch. Ja. Du willst mit YouTube, ne? Ja. Ich kann aber auch das Video einfach auf 18 stellen. Nein. Doch, kann ich. Ja, kannst du, aber wir machen es nicht. Wie war die Regel, aufgenommen ist hochgeladen? Nee, ist ja nicht hochgeladen. Aber ist es dann meine, ne? Nee, Spaß beiseite. Ein bisschen zusammenreißen müssen wir uns. Wie in der Let's Play, jetzt erzähl du noch mal ein bisschen was für ein Thema. Du hast ein Thema mitgebracht, gehe ich davon aus? Ja, dass ich jetzt bei 100% bin. Jetzt hat er endlich Arbeit. Sonst? Ja. Ja, eine Frage. Was sagt ihr zum Grimme DLC? Haben wir noch nie gespielt. Also ich hab's noch nie gespielt. Das ist jetzt nicht Gamer Plus Ernst. Ach, das ist ja noch gar nicht draußen. Aha. Das ist ja wohl draußen. Ja? Seit gestern. Echt? Ja. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Du weißt nicht. Da, selbst davon nicht so viel. Weißt du von nichts wissen? Ne? Ja. So, aber sag mal, wieso kann ich denn mit dem Traktor so schlecht durch den Boden? Wegen diesem Mod. Ne? Weil du immer noch unten hast du eine Prozentsanzeige. Wenn die linke auf 39 ist, dann hast du durch. Aber dann ist es doch aber echt doof, wenn wir hier mit dem. Ist ja realistisch. Kleinen Traktor nur fahren. Nein, das funktioniert mit den kleinen Dingern. Habe ich ja selber im Singleplayer getestet. 94%. Ich komme mit dem New Hollander nicht durch den Boden. Doch. Um hoch zu. Ja? Sicher? Ja. Ja, alles klar. Kannst dann gleich mal nach der Aufnahme probieren. Wir sind nämlich jetzt schon bei 12 Minuten, glaube ich. Da musst du dir einen größeren oder stärkeren nehmen, meine Herren. Wir haben genug in der Halle stehen. Warte ab. Vielleicht ist ja auch Vianne Let's Play nett und kommt ein bisschen runter zu mir. Das kann ich machen. Oh ja, dann mach das doch mal bitte. Weil ihr seht ja hier jetzt unten. Erzähl mir KMH-Anzeige links davon. Und dann bin ich super gut beraten. Habt ihr nämlich links das Zeichen bedeutet, wie viel Grip ihr auf dem Feld, wie viel das Bodenhaftung. Genau, und rechts ist, wie viel Haftung sie auf dem Boden haben. Ich versuche mal so nah wie möglich ranzukommen, aber. Wenn man mit Vollgas übers Feld heizt, dann ist das kein Problem. Dann ist es kein Wunder, wenn links 100 steht und rechts ganz wenig Neues. Ah, warte. Ich versuche jetzt noch ein bisschen. Ich bin gerade einfach konzentriert in meinem Leben. So. Grüß dich. Bisschen spät, ne? Ja. Gut. Gamerflow, machst du Abmoderation? Schon? Ach, ist sogar schon. Das war's von der ersten Folge von Let's Play Wiesenbeck. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Lasst auf allen Kanälen ein Abo da, um zukünftig keine weiteren Folgen zu verpassen. Einfach die Glocke aktivieren. Ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.